habe das erste Mal im Vogtland und das erste Mal in der Sparkasse gelesen. Wie war das für Sie? Darf man so einen Begriff sagen? Ich fand es geil. Mir hat es super gefallen, weil ich festgestellt habe, dass das Buch hierhin auch passt. Man hat ein ganz anderes Gefühl, wenn man an so einem authentischen Ort daraus liest. Und dann hat mir heute Abend gut gefallen, ich hatte das Gefühl, eine sehr persönliche Beziehung zum Publikum zu haben. Also ich konnte in die Augen gucken, ich habe das Nicken gesehen, ich habe das Entsetzen gesehen und manchmal auch das Lachen. Und das ist natürlich auch für einen Autor und einen Lesenden ein schönes Gefühl, wenn man so ein unmittelbares Feedback hat. Es hat mir großen Spaß gemacht und das i-Tüpfelchen war dann natürlich ein Besuch im Tresorraum und das Auffinden von Leichen im Keller der Sparkasse Reichenbach. Unfassbar. Als ich hierher gefahren bin, hatte ich die Hoffnung, dass die Sparkasse Reichenbach anders ist. Aber dann festzustellen, dass die auch Leichen im Keller haben, das war im ersten Moment ernüchternd und dann entzückend, weil die hier einfach nur aus Schokolade sind, die Leichen.